Leute, heute zeige ich euch, wie man so ein Kokon macht. Kokon. So. Dafür benötigt ihr zwei Farben von Gummis. Ich habe jetzt einmal so ein bisschen goldfarbiges, orange, und lilanes. Das sieht jetzt so blau aus, das ist aber echt lila. Dann braucht ihr zwei Stifte oder so. Ich habe jetzt sowas hier. Und ihr braucht einen Haken. Vielleicht ist das viel und es sieht für euch schwer aus, aber eigentlich richtig einfach. Kann jeder machen. Ach so, und da gehört noch ein C-Clip zu. Ich habe jetzt gerade kein. Ich nehme einen aus meiner schönen Kiste raus. Und einen C-Clip. Gut. Dann nehmt ihr das, macht so überkreuzt da und dann nimmt man noch eins, macht wieder so überkreuzt und nimmt noch eins und macht wieder so überkreuzt. Dann müsste der erste Schritt so aussehen. Gut. So, dann nehmt ihr den unteren mit der Nadel, mit den Fingern, packt den über die zwei anderen drauf. Dann schiebt ihr die restlichen zwei ein bisschen weiter nach unten. Und packt wieder eins drauf, aber ohne Kreuz, einfach eins drauf packen. Und das Draufmachen macht ihr jetzt ungefähr 10 bis 20 Mal. Überlasse ich euch, wie groß ihr euer Kokon macht. 10 bis 20 Mal. Okay, ich nehme das jetzt hier weg, damit ich besser arbeiten kann. Und ich zeige euch das und lege euch das Beispiel hier hin. Falls ihr gerade irgendein Geräusch gehört, das war nur so ein kleiner Ballon, wo man so dran gestreift habt. Nur falls. So, wenn ihr das jetzt 10 bis 20 Mal gemacht habt, dann müsste es bald so aussehen. Oder länger. Dann müsste es hier so hängen. Sieht aus wie ein Tadeus, ne? Dann macht ihr, wenn das so ist, dreht ihr es so um. Macht so ein bisschen nach oben.
Dann nehmt ihr in meinem Fall einen lilanen. Ihr seht ihn jetzt blau. Ist eigentlich richtig schön lila. Schade, dass meine Kamera so komisch ist. Und macht so. So drei Finger. Macht dann so über diesen Zipfel und packt ihn wie gerade über die beiden anderen Gummis. Und dann macht man wie normal einfach den unteren über zwei anderen. Und dann nimmt man nur halt wieder einen lilanen, packt den wieder da drüber. Den halt wieder da drauf. So. Dann nimmt man halt wieder den unteren, packt ihn wieder da drauf. Dann nimmt man wieder einen lilanen, packt ihn wieder da zwischen drei Finger und dann wieder da drauf und dann wieder auf den Ding. Dann macht man wieder das untere und das obere. So, das macht ihr jetzt, bis das hier oben erreicht ist. Ich nehme es wieder weg, dann könnt ihr euch wieder den fertigen hier ansehen. Meine Schwester macht gerade eine Handyhülle, so wird die dann, wenn ihr auch eine macht, aussehen, wenn ihr noch nicht fertig seid. Auf jeden Fall weiter gucken. Weitermachen. Wenn ihr irgendwelche Fehler habt, in die Kommentarenliste schreiben. Bitte, das ist wichtig, damit sonst wisst ihr nicht, wie ihr das wieder richtig macht. Und dann habt ihr es falsch und dann wisst ihr nicht, wie das geht. Wenn euch irgendwie Probleme aufkommen, auch schreiben, dann kann ich dir nochmal in ein Video alle Fragen, Antworten und Sachen sagen, wie man die verhindern kann und so. Mach das bitte ganz, ganz in Ruhe. Wenn ihr, geht, wenn ihr das nicht in Ruhe macht, sondern ganz, ganz schnell und hektisch, dann geht euch das Gummi ab, dann müsst ihr alles wieder von vorne machen und das möchtet ihr bitte nicht machen. Sowas könnt ihr auch als Armband machen, das nennt man dann Röhren- oder Spiralenarmband. Dann müsst ihr halt nur längeres Armband und länger die Röhre hoch. Wenn ihr da was piepsen hört, Waschmaschine, wenn ihr dann ein Armband macht und es schön ordentlich macht, sieht es dann so aus. So sieht der Kokon dann auch aus. Wenn ich ordentlich mache, das dann von meiner Schwester. Und den Kokon wird dann auch so aussehen, nur halt so ein ganz kleines Stückchen, so klein ungefähr. Möchte meine Schwester auch irgendwas sagen? Ja, nur, dass man die Bänder, dass man die lilanen Gummis blau sieht, wegen der Kamera, weil das
Das Handy gehörte ja mal meinem Vater, wo er mein Kleid fotografiert hat. Das war lila, genau dieses lila, und das hat dann auch blau ausgesehen. Also ich lüge doch nicht. Guckt, das hier ist lila. Genau dieses lila war mein Kleid, und genau dieses blau sieht man in der Kamera. Ja. Blau sieht eigentlich so aus. Sieht ja beides gleich aus. Das ist blau, das ist lila. Sieht man jetzt nicht den Unterschied, aber wenn man genau hinguckt, sieht man auch keinen Unterschied. Nee. Sorry, ich hole wieder so. Die Gummis wieder weg. Ich könnte natürlich, aber das wäre dürfte ich bestimmt nicht. Sag, so ein Gummi an einen schicken. Ein Gummi? Ja, genau das Gummi. Ich habe noch ein Lieder. Ich hoffe, das sieht man dann heller. Das erkennt man auch nicht. Nee, ist blau. Ist aber eigentlich ganz. Ich habe sogar Silber. Oh, das erkennt man schön. Silber. Das Innere von ihrem Arm hat, was ihr gerade gesehen habt, ist auch Silber. Das ist mein Arm und das habe ich gemacht. Ich habe da die ganze Nacht dran gesessen und habe gesagt, ich gehe nicht vorher ins Bett, bevor ich das nicht zu Ende gemacht habe. Das stimmt jetzt aber wirklich. Und jetzt kommt wieder bitte zurück zu eurem Armband. Wir sind ein gesprächiges Team. Der hat eigentlich auch noch Armband als eigentlich ein ganz normales Armband. Hat sie auch noch gemacht, aber sie wollte das nicht drin haben. Das soll eigentlich eine Schlange werden. Da hat sie ein normales Armband gemacht. Ja. Dann müsste das später dann irgendwie, ich bin noch nicht ganz fertig. Ach, und wenn ihr auch Geschichten zu erzählen habt, einfach in die Kommentarenliste schreiben. Genau. Ihr könnt gerne Geschichten über euer Leben oder so schreiben. Ja. Ist doch mal schön, Geschichten zu erzählen über sein Leben. Wenn ihr möchtet, können wir eure Namen auch mal in unseren Videos erwähnen. Dann genau. Müsst ihr nur hinterschreiben Name. Also ja. Euren Text, Doppelpunkt Name. Ja. Also deinen eigenen Namen musst du einfach dahin schreiben. So, zum Beispiel, du schreibst jetzt mir geht's gut und dir. Mir geht's gut und dir. Doppelpunkt und dann kommt da dein Name hin. Ganz leicht. Ja, dann können wir euch das nächste Video widmen. Also, das müsste dann so aussehen. Aber in Blau wäre das auch schön, ne? Ja. So. Ist nur leider lila. Stellt euch das einfach in lila vor. Genau. So. Dann müsste es so aussehen. Hier zwei. Dann nehmt ihr wieder, wie ihr das kennt. So, das darüber. Dann das auch darüber. Dann nehmt ihr euren C-Clip. Jetzt sind nur noch eins. Zieht erstmal hier ein bisschen dran. Ja, C-Clip schon sagt C-Clip. Nein. Macht dann hier das Gummi fester. Und bei der anderen Seite macht ihr auch das Gummi fester. Die andere Seite des C-Clips ist eigentlich total egal. Ihr braucht nur diese eine Seite, wo ihr das dann reinmacht. So. Dann könnt ihr euren schönen Kokon, weil hier ja diese Schlaufe dank den C-Clips ist, an euren Bleistift in der Schule hängen, an euren Haken könnt ihr den hängen. Ja, oder wirklich an eine kleine Pflanze, die das immer so aussieht, als ob ihr einen kleinen Kokon habt. Danke fürs Zuschauen. Ihr könnt ja gerne mal auf Gefällt mir drücken. Und ihr könnt das auch kommentieren, was euch daran gefallen hat, was euch nicht gefallen hat. Ich kann das ja noch verbessern. Auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bye, bye. Bis zum nächsten Video.